Wusstest du, dass Worte Macht haben? Negative Worte haben die Macht, Dinge, Menschen zu zerstören. Positive Worte haben die Eigenschaft und die Macht, Menschen aufzubauen, zu ermutigen. Ich habe neulich ein sehr passendes Beispiel gefunden, als ich mit dem Auto unterwegs war. Da war eine Werbetafel und darauf stand: Meine Angst bringt mich noch um. Das war in Anführungszeichen geschrieben und diesen Satz hatte Romy Schneider, die Schauspielerin, über sich selbst gesagt. Das Tragische daran war, dass sie genau daran gestorben ist. Diese Angst hatte sie in einen Selbstmord getrieben. In der Bibel, in den Sprüchen, finden wir einen Satz, der genau das beschreibt. Den möchte ich dir als erstes jetzt vorlesen. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Wir haben den Auftrag, das, was wir im Wort Gottes lesen, auszusprechen. Auch über unser Leben auszusprechen. Wir sollen das Gute und das Wohlklingende, so steht es im Neuen Testament, über unser Leben aussprechen. Nicht nur über uns, auch über andere. Wende dich ab von diesen negativen Dingen, die du über dich selbst sagst. Zum Beispiel wie: Mein Leben wird sich überhaupt nicht verändern. Ich werde nicht so glauben können wie der oder die. In meinem Leben geht es immer nur schief. Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Hör auf, damit negative Worte über deinem Leben zu proklamieren, das heißt auszusprechen, sondern hör auf das, was in der Bibel steht. Ich lese dir noch einen Vers vor, der auch in den Sprüchen steht. Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten, damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht. Das ist etwas ganz anderes. Dein Vertrauen soll auf Gott stehen, soll auf ihm gegründet sein. Und Gottes Wort ist immer positiv in dein Leben hineinwirkend. Gott möchte das Positive, das Gute, das Vollkommene in deinem Leben hervorbringen. Und du sollst Gutes, Wohlklingendes über dich und dein Leben und das Leben anderer aussprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du heute erfährst, dass in diesem Bereich es auch heißt: Gott hat mehr für dich.